Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Mein Name ist Eden26 und ihr seht schon, was ich spiele. Sonic 3 and Knuckles. Mein absoluter Lieblingsteil der Sonic-Serie. Und dieser Teil ist was ganz Besonderes für mich, aber ich denke, darauf werde ich später noch zu sprechen zu kommen. Jetzt habe ich viel dazu gesagt. Ja, ich bin wieder da und eigentlich wäre ich wieder da mit Mega Man. Das Problem, da es gibt ein paar Aufnahmeproblemchen, die ich aber diese Woche löse, weil noch was kommt. Dazu wird es aber wahrscheinlich ein Video geben und daher würde ich jetzt sagen, wir spielen dieses wunderbare Spiel, mit dem ich absolut sehr viel verbinde. Sehr schnelles Sega mal wieder. Das kommt aber von der Steam-Version hier, von der Sega Mega Drive Classic Sonic 3. And Knuckles. Wow. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr durchgezockt. Mein Ziel ist es aber, das ganze Spiel in einem Ruck durchzuspielen. Ihr seht schon, ich habe hier was vorbereitet eigentlich, aber es wird nichts vorbereitet. Wir hören nochmal das Sieg an, weil es so cool war. Ich vergiss immer, schon dazu mal, als kleiner Knirps, ich muss so sagen, da versteht sie ja. Man muss hier in diesem Menü mit Start alles bestätigen. Yes. Und ich denke, ich werde es mal voll Hardcore machen, so richtig schwer. Naja, ob es richtig schwer ist. Ich spiele nur mit Sonic. Ich könnte auch Tails mitnehmen, der wird mir einiges an Arbeit abnehmen, aber ich nehme nur Sonic. Und ja, wir spielen jetzt dieses wunderbare Spiel. Let's go. Wie gesagt, ich möchte eigentlich auch das Spiel in einem Ruck durchspielen, also in einem Zug 100% Vollständigkeitsquote, das ist mein Ziel. Ob ich es schaffen werde, werden wir sehen. Das Spiel ist auch nicht allzu mega lang. Also es gibt sicher 10 Teile, denke ich. Also ich nehme es jetzt mal an. So, Angel Island Zone, Act 1. Ah, und achtet bitte auf den wunderbaren Soundtrack von Sonic the Hedgehog. Also ich sage euch natürlich dann, welche Stücke besonders hörenswert sind. Und wie gesagt, 100% im ersten Durchlauf, das heißt, wir müssen diese Ringchen lösen. In diesen Ringen können wir was Wunderbares gewinnen. Das sind Bonusrunden. Früher bin ich an diesen Zonen schier verzweifelt. Aber wirklich schier. Heute geht's mittlerweile. Sind aber irgendwie immer noch... Ja, oh! Sie sind immer noch knifflig wegen der Steuerung, weil man... gibt eine Richtung an und die Richtung kommt erst irgendwie eine Kugel später. Also es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Vor allem mit einem Analogstick nicht. Aber ich habe mit dem 360, also mit dem Xbox One Controller, habe ich keine andere Möglichkeit, ne? Also doch, ich hätte ein Digipad da, ne? Ich hätte sogar einen Retro-Controller da, aber ich habe eigentlich keine Lust, das jetzt alles anzuschließen. Und der Xbox One Controller ist halt ein genialer Controller, ne? Das muss man einfach sagen. Aber ich denke, die erste Runde haben wir direkt mal gepackt. Und wenn wir alle blauen Sphären eingesammelt haben, kriegen wir ein Chaos Emerald. Und da kriegen wir so einen wunderbaren Bildschirm. Den grünen haben wir. Und ihr werdet sehen, auch wieso wir in einem Ruck. Ich habe auch gesagt, wir spielen eigentlich hier zwei Spiele. Es sind zwei Spiele. Zum einen ist es Sonic. Uiuiuiui, das war fies. Das war fies, du dummer Affe. Es sind eigentlich zwei Spiele. Eigentlich ist es zum einen Sonic... Woo! Sonic & Knuckles. Sonic & Knuckles, das war der vierte Teil eigentlich. Also Sonic 4, wenn ihr so möchtet. Ich weiß, dass es heutzutage ein Sonic the Hedgehog 4 gibt. Aber... ja. Für mich ist Sonic & Knuckles Sonic 4 eigentlich und nicht das hier. So. Und ich hoffe, ich kann euch wenigstens einige einige Tricks zeigen. Weil ich kenne das Spiel doch ziemlich gut. Also ihr kennt es vielleicht sogar zum Teil noch besser, aber ich kenne das Spiel relativ gut. Eine Maschine, von wem die wohl sein mag. Man weiß es noch nicht, aber der verwüste mal die ganze Insel. Es brennt. Lichterloh. Gut. Eine Bonusrunde könnte ich eigentlich machen, ne? Bonus-Stage. Es gibt drei verschiedene Bonus-Stages. Und man kann hier Geld gewinnen, also Ringe. Sie sind nicht zwingend notwendig. Wenn man Leben braucht, ist es nett. Aber man muss schon Glück haben. Und ich werde jetzt auch nicht ewig in diesen
Glücksspielautomaten spielen. Ist jetzt einfach mal auch vor allem zur Demonstration, was dieses Spiel alles beinhaltet. Wie ihr seht, ich habe sowieso gerade überhaupt kein Glück. Ich habe irgendwie immer gerade auf die Uhr, weil ich nicht weiß, wann ich genau angefangen habe, dass die Parts nicht so lang werden. Zwei Ringe, Wahnsinn. Und jetzt haben wir schon ein Goal dort auf der Seite. Wir haben zu oft die Kristalle berührt. Jetzt ein Jackpot. Nein, 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 nein. Und hier ist es auch offen. Es ist sowieso gleich zu Ende, ne? Man hat nicht wirklich viel Einfluss, wo man hinfliegt. Okay. Jetzt ein Jackpot. Komm, 100 Ringe. Das wäre jetzt so ein Highlight des ersten Parts. Ja, das ist auch ein Highlight. Gib's mir. Ja, komm, gib mir 100 Stacheln. Jetzt muss ich so lange spielen, bis ich mindestens einen Ring habe, sonst wäre es kritisch. Danke, es reicht. Ja, das reicht. Zwei Ringe reichen. Wenn nämlich Sonic 0 Ringe hat, dann ist es etwas kritisch. So, hier gibt es ein Geheimgängchen. Also Geheimgängchen, so geheim ist er nicht. Kann man hier rein und hier ist direkt die nächste Bonusrunde. Damit dann direkt den nächsten Chaos Emerald holen kann. Das Spezielle auch an diesen blauen Sphären ist, wenn man die äußeren blauen Sphären einsammelt, werden alle inneren zu Ringen. Also besser gesagt, das ganze Feld wird zu Ringen. Das muss man einfach immer beachten, weil man braucht diese, ich sage jetzt mal, dieses Wissen später. Es ist nicht, diese Levels werden mit der Zeit schwerer. Hier zu Beginn geht es jetzt gerade noch so. Aber die werden noch happig, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ich hatte immer so meine Mühe mit diesen Leveln. Vor allem auch wegen der Steuerung. Die war nicht nur wegen dem Xbox One Controller so knifflig, sondern die waren früher wirklich auch so. Ich sag jetzt mal, nicht schwammig, verzögert. Das ist eher verzögert, das ist nicht schwammig. Und man muss es halt schon timen können. Man sollte nicht zu oft in den auf die Umgebung gucken, weil dann wird es einem ganz anders. Tut es nicht. Tut mir einen Gefallen und schaut nicht die Umgebung an. Weil sonst hat man das Gefühl, es dreht sich. Wir haben so ganz nebenbei haben wir den 2 Chaos Emerald geholt. Wir brauchen 7. Wunderbar, mal wieder was aufzunehmen. Der Soundtrack hier ist jetzt nicht mehr so gut. Scheiße, ne? Okay. Boing, boing. Ich weiß gar nicht, ob es im ersten Level noch eine Special Zone geht. Ich glaube... Ach, scheiße. Das war jetzt so ein sehr ungeschickter Sprung. Gib mir den Ring. Danke. Und wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch was mitgeben von diesem wunderbaren Sonic Flair. Schönes Schild. Haben wir einen Doppelsprung gratis. Jetzt kommt dann sowieso der erste Boss. Ich hätte gern das Blitzschild. Dort wäre ein Feuerschild gewesen, nützt uns aber allerdings. Doch, hätte uns was genützt. Naja. Der erste Boss. Noch ziemlich leicht, einfach drauf springen. That's it. Mehr war es nicht. Das ist der erste Boss. Jetzt können wir hier wunderbar Volleyball spielen und Punkte sammeln. Bringt eigentlich rein gar nichts, außer Lust. Lustig. Das kann man unendlich lang machen. Und wir haben Act 1. Gegrast? Wir haben nicht gegrast. Wir sind ja keine Kühe. Ich hoffe, euch gefällt übrigens auch mein Layout. Ich habe wieder viel zu lange damit verbracht, ein anständiges Layout hinzubasteln. So, hier haben wir den nächsten. Das nächste Bonus-Level. Oh, das ist das hier. Da darf man auch keine Fehler machen im Gebiet, in dem man gerade ist. Ihr seht, die roten Sphären sind natürlich böse. Wenn wir da reinfahren, ist es sofort zu Ende. Und man muss die Stage wiederholen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, so, jetzt wiederhole ich. Sondern man muss nochmal so ein... Ich sag jetzt mal einen Bonus-Ring. Oh, scheiße. Das war ja jetzt auch super, aber ich habe alle erwischt. Und ihr seht gerade, was passiert ist. Ich habe nicht alle sauber außenrum abgegrast und abgeklappert. Da haben sich einige nicht aufgelöst. Man kann da ganz schön sich in die Scheiße bauen. Man muss es einfach wirklich so sagen. Wow, wow, wow. Also ich kann verstehen, wenn die Leute diese Bonus-Stages nicht mögen. Das sind ganz nett. Also ich hatte früher, als ich mehr Probleme mit meinem Schwindel hatte, also mit dem, ich weiß nicht, Schwindel hört sich immer so falsch an. Wenn einem schwindelig war,
Dann hatte ich mit diesem Sage immer sehr, sehr Mühe. Heute geht es mittlerweile. Das war's. Wunderbar. Dritter Chaos Emerald im ersten Part. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Ich denke, wir schließen auch diese Zone hier noch ab. Ich denke jetzt mal. So. Da sollte eigentlich gut drin liegen, würde ich sagen. Ja, ich denke schon. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen vierten sammeln kann in dieser Welt. Ich glaube aber schon. Okay, Wasser löst natürlich unser Blitzschild auf. Aber dafür haben wir jetzt eine Wasserblase und können unendlich lang unter Wasser bleiben. Und wir haben auch so eine Art Doppelsprung hier, aber ganz komischen. Aber mit diesem kann man auch höher springen. Ist hier was? Ich weiß es gerade. Ja, hier oben könnte was sein, aber da ist nichts, ne? Hier ist nämlich ein Knopf, dass die Tür hier unten hochgeht und das Wasser runtergelassen wird. Also bisher beherrsche ich das Spiel ja noch ganz gut. Sollen wir nochmal reingehen? Komm, gehen wir nochmal rein. Ah, wir haben nochmals diese Stage. Das ist zufällig. Man sieht es auch an den Sternen. Ach ja, klar. Man sieht es auch an den... Man sieht es auch an den Sternen rund um diesen, ich sag jetzt mal, Flaggenposten? Fahnenposten? Ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und diesen Mast, den man aktiviert, damit man seinen Checkpoint aktiviert hat. So. Um ganz korrekt zu sein. Ja, Bar. Wir kriegen Bares. Nicht viele Ringe. Ich hätte gerne noch ein paar Leben. Man weiß nicht, wenn man sie braucht. Bisher waren ja viele meiner Projekte ziemlich, ziemlich knapp. Knuckles? Ja, Knuckles haben wir bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht. Der hat uns alle Chaos Emeralds abgenommen. Und sie in diesen fetten Ringen versteckt. Ist eigentlich fies, ne? Gut, man muss es zuerst wissen, aber wir wissen das ja. Wir sind ja Profis. Och, so. Jetzt ist es sowieso gleich vorbei. Komm schon. Aber der Soundtrack ist gut. Oh, noch einmal. Komm. 100 Ringe. Jackpot. Hey, geht das schnell? Das war auch schnell. 40 Ringe ist aber okay. Er spielt eigentlich in diesem Part sowieso nicht so eine Rolle wie... Ach, scheiße. Sorry. Er spielt sowieso in diesem Part nicht wirklich eine Rolle, wie viele Ringe man hat. Weil, spielt ab 100 kriegt ein Leben, ansonsten völlig unabhängig... Völlig unabhängig davon... Ja, hier kann man nicht hoch. Ah, hier könnte man hoch irgendwie von der anderen Seite, aber habe ich jetzt verpasst. So. Es gibt hier noch ein Geheimnis, auf jeden Fall. Und das ist hier hinten. Zack. Paar Ringe und ein Wasserschild. Weil wir dürfen gleich dem ersten richtigen Boss gegenüberstehen. So. Dort wäre ein Feuer. Das ist ein anderes Bonus-Level. Das machen wir noch. Komm. Das ist immer lustig, das ist so ein Spielautomat, da kann man rauslassen und nehmen, was man möchte. Aber ich glaube, das nehme ich, was da drunter geflogen ist, nehme ich direkt. Und dann lässt man sich einfach runterfallen und dann hat man das Item. Wenn man das lange genug macht, gibt es auch ein Leben. So. Und jetzt geht's. Jetzt passiert was Wunderschönes. Aua, der Soundtrack tut fast ein bisschen weh auf den Ohren. Ich entschuldige mich jetzt schon bei allen Headphone-Usern. Nutzern, Usern. Man ist wirklich verleitet, immer mehr Englisch zu sprechen. Das ist krass. Hier muss man einfach rennen. Passiert einem nichts. Hier können wir so eine... Wie heißt der neue Attacke von Sonic? Diesen Air Dash. Guck mal, wer da hier im Hintergrund fliegt. Kennt ihr ihn? Das ist Dr. Eggman. Hallo, Doktor. Hi. Hi. Bam. Ich hätte nochmal springen können, aber ich... Wenn man außer Übung ist, traut man sich das nicht mehr wirklich. Das ist auch noch ein sehr einfacher Boss. Einfach draufspringen und ein bisschen ausweichen. Und man muss natürlich ein bisschen achten, wo er sich gerade befindet. Aber das war er schon. Jetzt kommt ein wunderbares Fass, wie an jedem Ende von Sonic. Wieso sag ich eigentlich immer Sonic? Zack. Und die Vöglein. Ja, wie heißen die? Mir ist alles davon geflogen. Okay, was passiert jetzt? Knuckles, was machst du? Och, nö. Hydra City Zone.
Doch mit der Hydro City Zone geht's im nächsten Part weiter. Besten Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.